Hey Freunde, willkommen zurück im Cockpit des AH-64D. Wir fangen heute an, uns ein bisschen in die Avionik einzuarbeiten, allen voran das TSD, das Tactical Situation Display. Wie der Name schon sagt, ist das eine Anzeige über die taktische Situation. Es ist also erstmal mehr als eine Karte, auch wenn es grundsätzlich der Kartierung gilt. Wie komme ich zum TSD? Ganz einfach, ganz egal auf welcher Seite ich bin, ich kann hier unten diesen Knopf TSD drücken. Oder ich gehe über die Anzeige aller Seiten mit dem M-Knopf und drücke hier links auf TSD. Die Knöpfe dieses Displays haben übrigens eine bestimmte Benamung. Wenn ich sage, drückt L4, dann meine ich diesen Knopf, weil er auf der linken Seite der vierte Knopf von oben ist. Die obere Reihe wird mit T abgekürzt für Top, die rechte Reihe mit R für Right und die untere Reihe mit B für Bottom, wobei der M-Knopf hier ist B1. Somit kann ich sagen, um zum TSD zu gelangen, drückt erst B1 und dann L4. Oder nutzt halt den TSD-Knopf. Okay, hier haben wir jede Menge Funktionalität. Einerseits können wir die Karte ziemlich detailliert steuern. Wir können uns zusätzlich noch Instrumente im TSD anzeigen lassen. Wir haben Optionen, um uns Flugpläne anzulegen, Koordinaten anzulegen, Markierungen anzulegen. Es gibt eine ganze Menge zu tun. Deshalb bin ich jetzt auch ohne weiteres Intro einfach voll reingestiegen. Wir haben heute echt viel zu tun und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Unter Umständen werden das zwei Teile. Ich habe so ein bisschen ein Auge auf die Videodauer. Mal schauen, vielleicht machen wir irgendwann einen Cut. Grundsätzlich haben wir die drei großen Bereiche Basics. Was machen eigentlich diese ganzen unterschiedlichen Einstellungen? Weil ungefähr jede Option hier am Rand macht irgendwie ein bisschen was anderes. Der zweite große Bereich ist dann das Management des nicht des Flugplans, sondern eher der Route. Und der dritte große Bereich ist die Anlage bzw. das Verwalten von einzelnen Punkten. Also, fangen wir an. Fangen wir ganz grundlegend an. Wenn die Karte ein bisschen zu hell ist, mir persönlich ist sie irgendwie in der Standardeinstellung ein bisschen zu hell, kann ich oben links den VID-Drehregler benutzen und einfach die Helligkeit des Hintergrunds runterdrehen, bis er wirklich komplett aus ist. Ich denke, so ist das ganz gut. Mit dem Brightness-Drehregler drehe ich die Helligkeit des gesamten Displays runter. Dann kann ich diese Karte, ein bisschen steuern. Einerseits kann ich den Maßstab ändern. Das passiert mit diesen beiden Buttons, R1 und R2. Pfeil nach oben zoomt quasi raus, das wählt einen größeren Maßstab. Pfeil nach unten zoomt quasi rein und zeigt einen kleineren Maßstab. Die Zahl hier drin ist der Abstand von oben nach unten quasi in Kilometern. Das hier zeigt also gerade insgesamt von oben nach unten 15 Kilometer. Wobei ein Grid, ein Viereck, hat eine Seitenlänge von 3 Kilometern gerade. 3 Kilometer, 6 Kilometer, 9 Kilometer, 12 Kilometer. Und oben und unten noch ein halbes, 12 plus 3 macht 15. Stimmt also, sehr gut. Wenn mir diese Einheit nicht gefällt, Kilometer, dann kann ich das noch umändern auf nautische Meilen. Denn in der Luftfahrt wird ja zumeist nautische Meilen als Entfernungsangabe genutzt, während beim Zusammenspiel mit Bodeneinheiten üblicherweise eher Kilometer genutzt wird. Um diese Einheit umzustellen, zoome ich ein bisschen raus, dass wir das zweite Display rechts noch sehen. Und wir sind auf der Flight Page. Egal wo ihr seid, ihr könnt den M-Knopf drücken, B1, und könnt dann mit B3 Flight auswählen. Dort auf die Set-Page mit B6 und dann wiederum mit B2 könnt ihr die Einheit von Kilometern auf nautische Meilen umstellen. Und damit stellt sich hier auch der Maßstab etc. um und sogar hier unten in der kleinen Anzeige, das ist die Entfernungsanzeige für einen Wegpunkt, da hat sich das auch geändert. Wir sind also 10 nautische Meilen von Wegpunkt 1 entfernt. Und ein so ein Quadrat hat gerade eine Seitenlänge von 1,62 nautische Meilen. Ich lasse es aber auf Kilometer stehen, weil das eher gebräuchlich ist. Und dann kann ich natürlich nicht nur den Maßstab irgendwie verändern, wobei hier sieht man auch nicht, bei jedem Maßstab liegt irgendwie eine Karte dahinter. Na, lustigerweise sogar bis 400 Kilometer liegt eine Karte dahinter. Wir bleiben mal bei 25. Nee, ich kann die Karte auch noch bewegen. Das mache ich mit L2, Pan. Und wenn ich das einmal aktiviere, dann wird das Display so, wie es ist, eingefroren. Das wird mir symbolisiert durch dieses gestrichelte Quadrat, was jetzt im Display liegt, und die aktivierte Freeze-Option, FRZ für Freeze.
Wie kann ich das Display jetzt bewegen? Naja, mit dem Cursor. Den brauchen wir sowieso heute. Belegt euch den bitte. Bei Lilim liegt der auf einer Achse und zwar, nein, nicht Stick, irgendwo auf dem Throttle. Der Hokas Cursor Controller X-Axis und Y-Axis und ich bin mir sicher, das gibt es auch noch als Taste. Na, vielleicht heißt er nicht so. Cursor Controller, down, left, right and up. Und den hier könnt ihr euch auch direkt belegen, Cursor Enter, Depress. Liegt bei mir auch auf dem Schubhebel. Wenn ich diesen Cursor jetzt bewege, dann bewege ich mich auf der Karte umher. Und wir sehen eigentlich auch schon zwei Symbole. Wir sehen, hier an der ursprünglichen Position ist jetzt so ein blaues Symbol. Das ist unser Ownership-Symbol. Das wird auch die ganze Zeit durchgehend im normalen Modus angezeigt. In den komme ich wieder, indem ich nochmal T2 drücke und aus dem Pan-Modus rausgehe und dann das Freezing aufhebe. Das blaue Symbol ist das Ownership-Symbol. Das bin ich, das ist meine gegenwärtige Position. Ist immer ja, standardmäßig im unteren Drittel des Bildschirms. Wobei, das kann ich zentrieren mit dem CTR-Button, R3. Dann zentriert sich die Karte auf meine Position. So ist aber im Normalfall angenehmer, weil so kann man halt schön vorausgucken. Ich kann den Pan-Modus nicht nur mit dem Cursor benutzen, sondern auch in einem anderen Modus und indem ich ja zu einem Punkt springe. Dazu kann ich mit L6 den Pan-Modus ändern. Im Moment CURSR für Cursor. Oder jetzt ist er Norm und hier unten ist der richtige Cursor des Displays quasi erschienen. Den kann ich jetzt umherbewegen und zum Beispiel an diesen Punkt springen, indem ich den Cursor einmal reindrücke. Schon springt die Karte, der Mittelpunkt der Karte hierhin. Im Normalfall finde ich die Cursor-Ansicht, naja, sozusagen angenehmer. Was haben wir hier noch? Wir können oben das Heading der Karte ändern. Im Moment 144 quasi, also True North ist hier 144. Das müsste True sein, denn das hier ist unser magnetisches Heading. Mit den Buttons kann ich die Karte aber auch ein wenig drehen. Und mit dieser Eingabe könnte ich wahrscheinlich über die Tastatur, über das Keypad ein Heading eingeben. Wenn ich hier mal drauf drücke und wir machen mal North Up, True North Up quasi. Und das ist True North Up. Und ich lasse es aber mal auf 144 auf der Standardeinstellung. So ist es nämlich Track Up. Okay, was kann ich noch tun? Auch hier habe ich eine Center-Option, das setzt dann aber den Cursor zurück auf mein Ownership-Symbol. Dann habe ich die Option Last Pan. Damit kann ich an die Stelle zurückspringen, naja, wo ich das letzte Mal hingepannt habe. Und sogar das Heading wird gespeichert, was ich zu dem Zeitpunkt eingegeben hatte. Das war der Punkt, wo ich den Cursor das letzte Mal habe stillstehen lassen quasi. Die Route kann ich noch durchgehen. Wenn ich hier drauf drücke, dann gehe ich halt die Wegpunkte ab, wobei nicht irritieren lassen von dem Ghost-Ship-Symbol. Das Weiße ist das Ghost-Ship-Symbol. Hier zählt jetzt der Mittelpunkt der Karte. So kann ich mir halt nacheinander die Punkte der Route angucken. Eigentlich ein ganz cooles Feature. Und ja, wenn ich mit dem Pan fertig bin, kann ich Freezing aufheben, aus dem Pan-Modus rausgehen und ich bin wieder in meiner gewohnten Ansicht. Der nächste Punkt heißt Show. Hier kann ich auswählen, was ich eigentlich alles auf diesem Tactical Situation Display sehen möchte. Wegpunktdaten, das ist dieser Block hier. Und das zeigt mir halt Daten über den gegenwärtig aktiven Wegpunkt an, quasi mein Steuerpunkt gerade. Zu diesem Punkt möchte ich fliegen. Inaktive Zonen, davon haben wir gerade keine. Obstacles haben wir auch keine. CPG-Cursor, das ist die wahrscheinlich noch nützlichste Option. Wenn ich die aktiviere, sehe ich zumindest im Multicrew, im Multiplayer, den Cursor meines Copilot Gunners vorne. Das ist ziemlich cool. Brauche ich aber im Moment nicht, weil ich sowieso im Singleplayer bin. Cursor-Info zeigt mir unten eine Zeile mit Informationen, wo der Cursor gerade liegt. Denn ich habe auf der ganz normalen Kartenansicht habe ich auch jederzeit einen Cursor und kann mir hier auch Geländehöhen angucken, Entfernungen und krieg noch eine UTM-Koordinate. Nicht verwirren lassen, die UTM-Koordinate startet rechts von meinem Mauszeiger. Das davor ist das Datum des zugrunde liegenden Ellipsoiden, W84, WGS84 und 47 hat auch noch irgendwas mit diesem Ellipsoiden zu tun. Also das ignoriert ihr einfach, rechts von meinem Mauszeiger, da beginnt die MGRS-Koordinate.
Koordinaten werden wir auch heute sowieso noch öfter brauchen, sowohl das MGRS-Format als auch, ich glaube, Dezimalminuten. Das werden wir später aber noch sehen oder vielleicht auch erst im nächsten Teil. Auf jeden Fall, wenn ihr keine Ahnung habt von Koordinaten und den unterschiedlichen Formaten und da gerne ein bisschen mehr drüber wissen möchtet, schaut mal in die Grundlagenserie. Da verlinke ich euch auch gerade oben rechts ein Video, in dem wir diese ganzen Formate einmal komplett auseinandergenommen haben. Auf der rechten Seite der Show-Subpage kann ich mir ein HSI einblenden lassen, halt ein Horizontal Situation Indicator, im Prinzip eine Kompassrose mit noch der einen oder anderen Anzeige mehr, denn die hat sogar auch noch einen Heading-Bug. Dann sieht man wahrscheinlich besser, wenn ich hier die Helligkeit der Karte noch weiter runterdrehe. Dann ENDR für Endurance, das hier unten ist ein kleiner Endurance-Block, im Moment könnten wir noch 3 Stunden fliegen. Der Windblock, wobei hier gerade Wind Calm ist, ich glaube unterhalb von 4 Knoten Windgeschwindigkeit wird hier nur noch Calm angezeigt. Und damit habe ich das TSD jetzt ziemlich überladen. Also der untere Teil ist ja komplett voll. Ich denke, im Normalfall möchte man das gar nicht so voll haben. Wind kann ganz nützlich sein, Wegpunktinfos sind auch immer ganz nützlich, Cursor-Info brauche ich gerade nicht. So ist es doch schon ein bisschen aufgeräumter. Machen wir in der oberen Reihe weiter, T4. PP steht für Present Position. Das gibt mir eine Anzeige meiner gegenwärtigen Position. Relativ einleuchtend. Auch hier wieder W8447 ist das Datum des Ellipsoiden. Ignoriert das. Die Koordinate meiner gegenwärtigen Position geht rechts von meinem Mauszeiger los. Und darunter kriegen wir die Koordinate auch nochmal im Dezimalminutenformat. Die Koordseite. Hier können wir uns die Koordinaten diverser Punkte anzeigen lassen. Hier im Moment Targets and Threats, wir haben hier noch Waypoints and Hazards und CTRLM für Control Measures. Kommen wir entweder später oder in einem anderen Teil nochmal drauf, wenn wir uns wirklich um Punkte kümmern. Um hier wieder rauszukommen, einfach nochmal den aktiven Button drücken. Unter Util lande ich in einer Seite, die haben wir eigentlich schon mal beim Startup gesehen. Hier haben wir nämlich das Doppler-Radar aktiviert, was uns Informationen von unter uns quasi liefert, über unsere gegenwärtige Geschwindigkeit etc. pp. Hier gibt es eigentlich gar nicht mehr so spannende Eingabemöglichkeiten. Wir könnten hier rechts mit R2 die Zeitzone ändern in die lokale Zeit, standardmäßig Zulu-Zeit, das ist quasi ja Weltstandard, wenn man so möchte, und vor allem beim Militär ist die Zulu-Zeit zur Koordination sehr verbreitet. Ich könnte hier auch, das symbolisiert mir dieses Dreieck, hier könnte ich sogar eine andere Uhrzeit einstellen und ein anderes Datum. Immer wenn hier so ein Dreieck zu sehen ist, kann man damit was über die Tastatur eingeben und hier könnte ich auch das Datum des Ellipsoiden ändern. Das werde ich irgendwann mal ausprobieren, ob das einen Effekt hat. Für den Moment traue ich mich noch nicht, das zu verstellen. Und die, ja, wahrscheinlich auch noch eine nützliche Option ist die ASE Autopage. ASE steht für Aircraft Survivability Equipment. Und die ASE Page kann automatisch gezeigt werden, wenn eine dieser Bedingungen eintrifft. Hat aber gerade nicht viel mit dem TSD zu tun. Wieder raus aus der Util-Seite. Maßstab hatten wir, Center Freeze hatten wir. CAQ steht für Cursor Acquisition. Das können wir uns ganz kurz angucken. Ich wähle mal diese Cursor Acquisition Option aus. Wir sehen, das Display freest automatisch. Und mit meinem Cursor kann ich jetzt zum Beispiel einen Wegpunkt auswählen. Oder ich glaube auch beliebige andere Control Measures. Wenn ich hier zum Beispiel einfach mal Wegpunkt 3 auswähle, wird hier drunter unter ACQ die gegenwärtige Acquisition Source geändert. Jetzt ist sie halt W03 und nicht mehr TADS. Das wird wahrscheinlich nochmal wichtig, wenn wir uns um die Waffensysteme kümmern. Im Moment behaltet die Option mal einfach im Hinterkopf, dass ich mit Cursor Acquisition die Acquisition Source auf einen nahezu beliebigen Punkt legen kann, wobei nicht auf jeden Punkt. Ich ändere sie jetzt einfach mal wieder zurück zu Fixed, ohne darauf weiter einzugehen. Dann haben wir unten a Point und a Route. Die beiden schieben wir so ein bisschen nach hinten. Das sind nämlich die nächsten beiden, in Anführungsstrichen, großen Gebiete, die wir uns so angucken werden. Wir machen mit Map weiter. Bei Map können wir uns diverse Einstellungen der Karte setzen. Wir können hier zum Beispiel links bei L2 den Kartentyp auswählen, denn dieses Tactical Situation Display kann mehr als eine Karte anzeigen. Ich kann eine digitale Karte dahinterlegen anstatt einer Flugkarte.
Das sieht erstmal so aus, als würde man nichts sehen. Kann ich den, ich weiß nicht, ob ich den Kontrast hier vergrößern kann. Man sieht hier so ganz kleine, ja, das könnten sogar Spiegelungen sein. Hier sieht man im Moment gar nichts, das ist ja doof. So sieht man was, ah, sehr schön. Eine Höhenkarte. Ah, sehr schön, hier sieht man sogar das gesamte Kaukasusgebirge. Herrlich. Eine, ja, Höhenkarte halt. Bleiben wir nicht bei Dick. Wir können statt einer Höhenkarte auch noch Satellit anzeigen. Und wenn wir hier... Ja, so weit können wir gar nicht reinzoomen. Oh, jetzt habe ich Stick ausgewählt. Ich wollte Sat anzeigen. Da gibt es halt eine Satellitenansicht. Ja, eine etwas dunklere Satellitenansicht des gegenwärtigen Geländes. Und ich kann mir sogar noch das Level aussuchen. Auch wenn das jetzt scheinbar noch keine wirklichen Änderungen hat. Und Stick. Wobei Stick einfach ein sehr komischer Weg ist zu sagen, keine Karte. Bei Chart habe ich noch die Option, eine Scale zu wählen. Wir sehen hier, je nach Maßstab springt die Scale auch automatisch um. Ich kann aber zum Beispiel auch mit einer Sichtweite quasi von 100 Kilometern, könnte ich auch die Scale ändern. Zum Beispiel, wo hatten wir denn gerade die Karte? 1 zu 250.000, ne? Da kann ich mir also auch die kleineren Karten anzeigen lassen. Oder umgekehrt, wenn ich hier reingehe, kann ich mir auch die größeren Karten anzeigen lassen. Ob man das möchte oder nicht, das ist alles persönliche Präferenz. Also stellt euch die Karte so ein, wie ihr möchtet. Das Color Band ist ein, naja, Farbband. Das ist relativ sprechend. Wenn ich das anmache und auf Aircraft stelle, ich kann es auf Aircraft, auf Elevation oder auf Non stellen. Wenn ich es auf Aircraft stelle, sollte ich bei Chart wahrscheinlich gar nichts sehen. Richtig. Stattdessen mal auf Digital und hier sehen wir auf einmal Farben. Wir sehen jetzt hier Grau und Rot. Als dritte Farbe gäbe es noch Gelb. Grau heißt, dieses Terrain ist mehr als 50 Fuß unterhalb meiner eigenen gegenwärtigen Flughöhe. Rot heißt, dieses Terrain ist entweder auf meiner, also die Geländehöhe beträgt entweder meine Flughöhe oder ist höher. Das heißt, wenn ich hier in den roten Bereich jetzt reinfliege, dann zerschelle ich am Gelände. Und es gäbe noch Gelb. Gelb hieße, das Terrain, was gelb ist, hat eine Geländehöhe, die beträgt 50 Fuß oder das liegt zwischen meiner aktuellen Flughöhe und 50 Fuß drunter. Das ist gar nicht so einfach, da gerade die richtigen Worte zu finden mit ist größer, ist kleiner, weniger, mehr. Ich glaube, das könnte verwirrend sein. Also rot, böse. Wenn ich in rot reinfliege, zerschelle ich im Terrain. Gelb wird knapp, weil gelb heißt, das Terrain ist wirklich sehr knapp unter mir, bis zu 50 Fuß unter mir. Und grau heißt kein Problem. Geländehöhe ist mehr als 50 Fuß unterhalb meiner eigenen Flughöhe. Wenn ich das Colorband auf Elevation stelle, dann wird mir die Geländehöhe unabhängig meiner eigenen Flughöhe angezeigt. Und zwar farblich markiert. Je brauner bzw. schwärzer es wird, und da ist auch noch die Höhenkarte mit reingewurstet, man sieht hier schön die Bergspitze. Ja, ist halt eine standardfarbliche Höhenkarte quasi. Contours und FFD sind im Moment in dieser Version des Apaches, so habe ich das verstanden, noch nicht implementiert. Was haben wir noch? Ich stelle das erstmal wieder zurück auf Chart. Was haben wir noch? Wir haben noch Orient. Orient ist die Orientierung der Karte. Wir können uns nämlich aussuchen, was auf der Karte oben ist. Im Moment ist das a Track Up. A Track Up heißt, unser Ground Track ist oben. Dann gibt es noch Heading Up. Da ändert sich jetzt nichts, weil unser Track ist gerade gleich unserem Heading. Wir haben gerade auch keinen Seitenwind. Das wird am stärksten bemerkbar, wenn wir mal Seitenwind hätten. Dann kann es nämlich sein, dass es einen ganz deutlichen Unterschied gibt zwischen dem Magnetic Heading, das ist das Magnetic Heading, was hier dann nach oben gelegt wird, und dem eigentlichen Ground Track. Und wir haben noch quasi den Standard für alle Karten, North Up. Da wird halt der Norden nach oben gelegt, wobei hier sind wir auch gerade im Freeze-Modus, hier sehen wir das sowieso nicht, aber jetzt ist die Karte North Up. Haben wir einen Unterschied zwischen Track Up und Heading Up? Oh, wir haben sogar einen ganz kleinen Unterschied. Ah, sehr schön, wahrscheinlich, weil ich direkt zu Beginn des Fluges die aktive Pause reingelegt habe. Im Normalfall steht das Ding auf Track Up und da steht es auch eigentlich ganz gut. Und dann gibt es am oberen Bildrand noch die Funktion Grid auf T5. Damit mache ich halt dieses dahinterliegende Grid aus. Und wenn ich aus dem Map-Display wieder rausgehe, dann haben wir
Wo geht's weiter? Unten bei T3. Bam! Das Battle Area Management. Die Seite ist im Moment nicht wichtig. Die kommt später, die wird später wichtig, wenn wir Data Link und das Fire Control Radar implementiert haben. Von daher gehen wir da wieder raus. B2 lege ich die aktuelle Phase fest. Und irgendwie ist meine Karte schon wieder eingefroren. Mit B2 lege ich die aktuelle Phase fest. Das kann entweder NAV für Navigation sein, also jegliche On-Route Phase. Oder ATK für Attack. Diese Phasen haben einzig und allein den Zweck, dass ich mir unterschiedliche Symbole pro Phase anzeigen lassen kann. Standardmäßig wird in der Attack Phase nämlich zum Beispiel die Route ausgeblendet, die gegenwärtig ausgewählte Route, weil die interessiert mich vermutlich in dem Moment nicht mehr. Dafür kann ich jetzt unter Show mit T3 kann ich mir jetzt andere Sachen einblenden lassen als bei Nav. Wenn ich hier nochmal umschalte, wird der Unterschied sichtbar und jetzt steht auch hier ganz oben Attack Phase. Wenn ich die Route mir doch in der Attack Phase anzeigen lassen möchte, kann ich sie einfach wieder aktivieren. Ansonsten gibt es hier noch Inactive Zones, Fire Control Radar Targets and Obstacles. Das hat wahrscheinlich noch keinen Einfluss, weil wir das Fire Control Radar noch nicht haben. Und auch hier gibt es den Copilot Gunner Cursor. Und Cursor-Info kann ich mir auch in der Attack-Phase darstellen lassen, genau wie HSI, Endurance und Wind. Wechseln wir wieder in den NAV-Phase, raus aus Show. Ja gut, klar, die geboxte Option TSD, das ist halt die gegenwärtige Seite, auf der ich gerade bin mit B1. Und dann haben wir L6 SA, Situational Awareness. Das werden wir nicht kriegen, denn die Daten für diese Seite, die dahinter liegen, die sind zu sensibel. Deshalb kann ich diese Option boxen oder auch nicht boxen. Kein Unterschied. Und zu guter Letzt bei L1 haben wir noch Inst für Instruments. Oder Instrument Flying vielleicht sogar, denn hier habe ich eine relativ typische Ansicht der Dinge, die ich so für den Instrumentenflug brauche. Ich habe ein HSI. Drehe mal die Karte im Hintergrund noch ein bisschen runter. Ich habe einen Standard HSI. Mit der Center-Option kann ich mir dann auch schön in die Mitte legen. Dieser HSI hat einen Heading-Bug. Diesen Heading-Bug kann ich mit dieser Eingabemöglichkeit hier verstellen. Das Chevron, dieser Pfeil nach rechts, deutet darauf hin, hier muss ich was über das Keypad eingeben. Wenn ich hier zum Beispiel den Heading-Bug, ich möchte mir den auf 120 legen, dann tippe ich hier 120 Grad ein, drücke Enter. Und schon ist der Heading-Bug dahin verschoben. Die ausgefüllte Seite des Heading-Bugs ist die Seite, die Gradzahl, die ich eingegeben habe. Und auf dem reziproken Heading hat er ein nicht ausgefülltes Symbol. Eigentlich ganz nett. Am oberen Rand, T1, T2, habe ich eine einfache Stoppuhr. Die kann ich starten. Dann läuft halt die Stoppuhr. Die kann ich stoppen. Dann hält sie an. Und die kann ich zurücksetzen. Und das war es auch eigentlich schon auf der Instrument-Page. Gibt noch einen Shortcut zur Map-Page, zur Coord-Sub-Page, zur Util-Sub-Page. Ich kann den Maßstab weiter ändern und ich kann das Ding centern, nicht centern. Und unten die Optionen haben sich auch nicht geändert. Gut, mit Blick auf die Uhr müssten wir jetzt, ich schätze mal so 20 Minuten so um den Dreh rund haben. Ich glaube, dabei belassen wir es dann auch erstmal für dieses Video und gucken uns... Ja, nee, das war's noch nicht. Eine kleine Funktion haben wir noch, die kann ich super noch in dieses Video mit integrieren. Der Apache hat noch einen ADF an Bord, einen Automatic Direction Finder. Was macht das Ding? Es zeigt uns die Position eines Funksenders an, in diesem Falle eines NDBs. Wie komme ich dahin? Über die Instrument-Seite, gehört ja irgendwie mit zum Instrumentenflug. Und dann auf T6 Util und B6 ADF. Wir sehen schon, da ist ein nicht ausgefüllter Kreis davor. Das heißt, dieses System ist gerade nicht aktiv. Drücke ich B6, wird der Kreis ausgefüllt. Das System ist aktiv und ich kriege jede Menge mehr Anzeigen. Unter anderem diese Direction Line. Das ist quasi die Nadel im Instrument, die in Richtung des Funksenders zeigt. Und zwar in Richtung dieses ausgewählten Funksenders. Hier ist das NDB mit der Kennung BAT ausgewählt auf der Frequenz 430.0 kHz mit einem entsprechenden Morse-Code dahinter. An der Kennung des NDBs kann man schon so ein bisschen herleiten, wo das ist. BAT, Batumi, KOB, Kobuleti, SEN, Senaki und wir sehen hier bei
L2 bis L6 und R2 bis R6 diverse Presets. Da sind einfach schon Sender mit ihrer Kennung und ihrer jeweiligen Frequenz hinterlegt. Ich kann aber auch mittels der beiden Buttons hier unten, B4 und B5, kann ich eine ID eingeben oder eine Frequenz. Standardmäßig, wenn das ADF aktiviert ist, geht scheinbar der auf L1 hinterlegte Sender. Der wird quasi direkt angepeilt. Und ja, diese Linie, diese Nadel zeigt jetzt in Richtung des Senders. Wenn wir mal kurz aus der Util-Page rausgehen, ja, ein bisschen rauszoomen. Wenn man sich auf der Karte auskennt, dann weiß man, ja, hier unten liegt Batumi. Das kommt ziemlich genau hin. Und wenn ich mal einfach den Sender wechsle, dazu zoome ich aber wieder so ein bisschen rein, ungefähr so. Und wir können zum Beispiel mal Senaki wechseln. Senaki sollten wir nämlich theoretisch auch sehen. Das müsste nämlich diese Flugplatzmarkierung hier sein. Das heißt, die Nadel sollte, wenn ich gleich wechsle, grob in diese Richtung zeigen. Zum Wechseln drücke ich jetzt einfach den entsprechenden Knopf neben dem Sender. Dann passiert aber noch nichts, denn ich muss erst mit T5 Tune auswählen. Der Sender springt um. Es ist das NDB mit der Kennung SEN aktiv, Frequenz 335.0 kHz und das kommt grob hin. Es ist halt auch nur eine grobe Richtung. Das ist kein Präzisionssystem und wir sehen auch, die Nadel, die wackelt immer so ein ganz kleines bisschen hin und her. So viel eigentlich schon dazu. Wir können nochmal ganz kurz eine ID oder Frequenz manuell eingeben, beziehungsweise ein cooles Feature gibt es noch, das will ich auf jeden Fall noch zeigen. Wenn ich aus der Util-Page wieder rausgehe, bleibt das NDB in der Instrumentenansicht vorhanden. Und ich habe jetzt hier bei L3 und L5 zwei neue Eingaben. Einerseits kann ich auch hier direkt manuell eine Frequenz eingeben, oder könnte ich. Und andererseits L5, das finde ich eigentlich viel cooler, Last Frequency. Wenn ich da drauf drücke, springt er wieder zurück zum Sender, den ich davor ausgewählt habe. Und springt wieder zurück. Und wieder zurück. So kann ich also effektiv zwischen zwei Sendern hin und her wechseln. Das ist eine extrem coole, nützliche Funktion. Zum Beispiel zur Triangulierung der eigenen Position oder für was auch immer man das nutzen möchte. Gehen wir nochmal auf Util. Wir können auch einfach Presets selber eingeben. Also wir können jeden dieser Knöpfe überschreiben. Ich nehme zum Beispiel jetzt mal einfach dieses Preset hier. TUA, keine Ahnung, was dahinter liegt, scheint er auch gerade nicht reinzukriegen, aber wir könnten hier jetzt auch mal irgendwas anderes drauflegen. Wir könnten hier jetzt auch mal Batumi drauflegen auf 430. Dazu mit dem aktiven Preset wähle ich einfach bei B5 die Frequenzoption, tippe ein, was hat Batumi 430? 430 und dann muss ich noch den Enter-Button drücken, für den muss ich gerade mal ein bisschen rauszoomen und Enter. Und ich sehe, ich habe dieses Preset jetzt überschrieben. Der, wenn ich das jetzt tune, geht der auch auf Frequenz 430, ist aber noch mit der ID TUA abgespeichert, aber der Sender sendet die Kennung BAT. Also hier oben kriegt man wirklich die Daten des Senders und hier kann man eigentlich eine beliebige ID eingeben. Wir können die hier mal überschreiben, zum Beispiel mit TST. Das hat keinen Einfluss auf den Sender. Also hier habe ich quasi drei Stellen im Kern auch zur freien Verfügung, wenn ich so möchte. Wenn ich auf der Util-Seite bin, kann ich hier über Frequenz auch schnell was tunen, zum Beispiel 335. Das ist dann wieder Senaki. Also hiermit überschreibe ich keine Presets. Auf der Util-Seite, mein Preset ist noch genauso geblieben. Und wenn ich das jetzt wieder tunen wollen würde, es ist geboxt, dann einmal auf Tune und der springt wieder zurück. Was haben wir noch? Ich glaube, das waren die wichtigsten Optionen, ne? Hier gibt es noch drei weitere Optionen, Tone, Ident und Test, die sind aber eigentlich relativ uninteressant. Tone passiert erstmal nichts, ich glaube der CPG sollte jetzt vorne im Headset einen Tone hören, das quasi einmal Test über Intercom. Ident sollte sowas wie eine Rauschunterdrückung sein, wobei stand, jetzt habe ich es noch nicht hingekriegt, was von dem Sender überhaupt zu hören. Das sollte in der Theorie möglich sein, indem ich hier oben und auf der Util-Seite mit R1 den Modus auf Antenna-Wechsel und nicht ADF. Dann sollte ich jetzt eigentlich den Morsecode hören. Tue ich aber nicht. Und meine Lautstärkeoptionen sind, ja, zumindest ADF hier rechts ist ziemlich aufgedreht. Auch wenn ich hier mal komplett aufdrehe. Ich kann ja mal einfach alles aufdrehen. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht hingekriegt, irgendwas zu hören. Vielleicht biege ich auch falsch ab, aber sind wir jetzt auch mal ganz ehrlich, wann habe ich mir in DCS schon mal
irgendwann einen NDB-Morsecode angehört. Ich glaube, das habe ich noch nie getan. In der echten Welt zur Verifizierung, dass man den korrekten Sender drin hat. Ziemlich cool, hier habe ich es noch nicht gebraucht. Also wieder raus auf Modus ADF, raus aus der Util-Page und dann haben wir noch Test. Und das ist halt ein Test für den ADF. Wenn ich hier drauf drücke, ist die Erwartungshaltung, dass die Nadel von ihrer gegenwärtigen Position 90 Grad wegdreht. Das tut sie, das sind ziemlich genau 90 Grad. Kann ich wieder deaktivieren. Ah, der deaktiviert sich gleich selber, genau. Und ja, weicht die Nadel nicht 90 Grad ab, wäre irgendwas kaputt. Das war das ganze ADF. Haben wir sonst noch irgendwas unten? Die beiden Presets für Emergency, das sind quasi internationale ADF-Notfrequenzen, wenn man so möchte. Und das ist einfach ein Weg, die schnell zu tunen. Aber hier ist gerade kein Sender auf einer dieser Frequenzen aktiv. Und apropos, natürlich kann ich mir im Missionseditor auch Einheiten platzieren mit den entsprechenden Mitteln des Missionseditors. Und diese Einheiten, wenn die auf einer Frequenz von 100 kHz bis inklusive 2199,5 kHz senden, dann kann ich sie mit dem Apache auch, naja, per ADF aufschalten, möchte ich es fast nennen. Gut, dann mache ich das System wieder aus und ich würde sagen, wir sind mit der heutigen Folge durch. Ich hoffe, ich konnte euch einiges zum TSD zeigen. Viel Spaß, das Ding zu bedienen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!